Scheißegal. Das ist mein Leben! Er blutet, die Frucht! Der Gebet ist da! Da gehe ich jetzt nicht mehr runter, es rentiert sich nicht mehr. Müssten gleich wieder ein paar Viecher kommen. Ich nehme schnell alles mit. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Ach Gott, in Frankreich. Eins brauchen wir noch. Du wirst nichts als Dunkelheit. Ja, du Scheiße. Ja, das war wohl nix. Gut. Das haben wir jetzt auch erledigt. Ja, ich würde es lieber wieder zur Polizei wollte ich schon sagen. Ach Gott. Ja, weiter geht's. Rechtschaffenes Rapture. Der Grund des Meeres ist unsere Heimat, aber er ist auch gefährlich. Jedes Leck ist ein Warnsignal. Wieso tragen Sie diese Masken? Vielleicht erinnert sich ein Teil von Ihnen daran, wie Sie einmal ausgesehen haben. Und Sie schämen sich. Nervt nicht, ach du Scheiße, Mann. Wie lautet die größte Lüge der Welt? So, ich muss mir jetzt mal langsam was vornehmen. Was ist das Brutalste und Obszönste, das der Menschheit je angetan wurde? Die Sklaverei? Der Holocaust? Die Diktatur? Ja, oder Andrew Ryan. Nein. Das Instrument, mit dem all diese Bosheit erschaffen wurde. Der Altruismus. Gar nichts los hier. Ich befolge alle seine Gebote. Da drüben liegt ein Tagebuch. Geht sogar bis in die Finsternis hier unten. Jetzt dachte ich schon, dass das Vieh hinter mir steht. Wir glaubten uns vor dem funktionstüchtige Kinder, ja, das hören wir uns jetzt an. Die Kinder müssen voll lebens- und funktionstüchtig bleiben, um effektive Adam-Produzenten zu sein. Ich hatte vergeblich gehofft, wir könnten sie in einen vegetativen Zustand versetzen, damit sie gefügiger werden. Ich fühle mich in ihrer Nähe äußerst unwohl. Auch wenn sie diese Dinge im Bauch haben. Es sind immer noch Kinder. Sie spielen und singen. Manchmal sehen sie mich an. Endlos lange. Manchmal lächeln sie. Gut, wird da ums Eck jetzt einer sein? Da hat, glaube ich, ein Splicer mir jetzt ein Fass runtergerollt. Sie kam auch für die Ich schicke dir Leute! Das schenkst mir Läuse. Wenn du damit nicht aufhörst, schreie ich! Ja. Jetzt hast du genug Zeit zum Schreien. Schreien der Hölle. Wir haben uns doch! Los, liefere einen anständigen! So, Schnauze voll. Schluss mit lustig, Jungs. So, das ist. Da basteln wir uns wieder mal was zusammen. Ja, der hat ja die Hüfte zu stöhnen.
machst es auch nicht besser. Gut, das war's auch schon wieder. Jetzt könnte ich rein theoretisch zurückgehen. Hast du schon alle Bestandteile des Lazarus-Vektors gesammelt? Wenn ja, dann such dir am besten eine Werkstatt und setz ihn zusammen. Und dann geh zurück in Langfords Labor und tu das ganze Zeug in die Befeuchtungsanlage. Das müsste den Nebel eigentlich wegpusten. Was ist denn das da drin für ein Liebesnest eigentlich? Gott, jetzt hänge ich hier. Ich habe da gerade was gehört. Ist jetzt ein gleißert Liebesnest hier. Ach Gott. Entschuldigung, jetzt habe ich es einfach weggeklickt. Erhöht den Forschungs... Was? Erhöht die Forschungspunkte, die beim Fotografieren erzielt werden können. Okay. Ja. Gefangen im Liebesnest, ja. Weißt du das jetzt? Gott. Kann ich das eigentlich mit Telekinese hier auslösen? Ja, gut. Ha, mehr nicht? Mach, ihr kleines Pleiße, enttäuscht mich. Ihr enttäuscht mich. Jetzt einiges erwartet, ja? Was kommt ihr? Zwei kleine Schurken. Hm. Trampelt hier wirklich jemand? Na, wer trampelt hier denn so sehr? So, ich suche jetzt diese Werkbank. Ich will ja auch noch fertig werden. Das Geheule des Pleister interessiert mich jetzt nicht. Gut, ich habe hier gerade irgendwas gesehen. Ist das eine Werkbank? Nein. Ich habe das Licht schon gesehen. Wirklich nett. Zeigt euch. So, ich schau mal kurz auf die Karte, ob ich da schlauer werde. Nicht wirklich. Ich kann mich dunkel dran erinnern, dass die Werkbank hier irgendwo ist. Zack, mit damit. Das ist mal alles mit. Hier brauche ich zwar nicht, aber egal. Zigaretten. Haben wir uns noch die Kippen? Eine. Rapture ist beim Teufel! Wo soll ein junges, hübsches Mädchen wie ich bloß hin? Ist auch so hübsch. So, ist jetzt mit dem Geschrei hier genug. Jetzt halt noch der Daddy rum, echt, weil er seine kleine Prinzessin nicht kriegt. Lass mich vorbei. Gehst du da so dumm rum?
Okay. Ach, Teleknäs brauche ich nicht. Ja, das Gestöhn, das Rumgeheul, das geht mir jetzt echt auf die Nerven. So, wo ist jetzt hier? Meine Reise nach Rapture war bereits meine zweite. Ich habe kaum einen Hinweis zu erhalten. Geflucht. 1990. Willst du so freundlich mit der Sache langsam fertig zu werden? Die Luft wird hier unten immer dünner. Raserei eingetauscht hatte. Die marxistische Revolution hatte eine Lüge durch eine andere ersetzt. Statt dass nur die Monarchen die Früchte aller Arbeit gehörten, sollten sie nun allen gehören. So kam ich nach Amerika. Und jeder selbst, der für seine eigenen Arbeit erntete. Wo man von der Schärfe seines Geistes profitierte. Ne, das will jetzt nicht kriegen. Von der eigenen Muskelkraft. Besuchszeit zu Ende. Von der Macht des eigenen Willens. Lebst du immer noch? Süße, du hast ziemlich viel ausgehalten. Ja, was war das jetzt? Der Parasit verbreitet ständig. Fontaine ist tot. Gott, Junge. Rapture lebt. Soll ich jetzt zurückgehen? Schon, oder? Würde ich zumindest meinen. Wenn ich da lang. Hier lang. Der Cohen. Ich wäre fantastisch in der Rolle. Hier, nimm das, Kleines. Oh Gott, was war das jetzt schon wieder? Ist jetzt echt schon zurück oder nicht? Ich hoffe doch. Och, bitte, lass. Ah, ich will nicht wieder zurück. Ich schaue mich kurz nochmal um. Gibt's hier nicht irgendwie... Da, Aufgaben. Ach so. Was ist hier los? Ich hoffe, ich finde jetzt hier eins. Hier, Autohacker, komm. Kleiner Freund. Wehre dich nicht gegen das Unvermeidliche. Ab Donnerstag gilt eine erneute Ausgangssperre. Bürger, die dagegen verstoßen, werden an den Abschluss umgesetzt. Wir rennen, um Bock zu kämpfen. Der war doch bei uns irgend. Gott, blöde Schießerei hier. Mitten in Arcadia. Und ihr merkt, ich werde schon ruhiger. Konzentriere mich total drauf, nicht zu versagen. Ja, jetzt wieder die richtigen Rohre hier zu finden. Zack, da war es auch schon wieder. Das gehört mir, beziehungsweise Inhalt. Wenn ich jetzt hier irgendwas verpasse. Jetzt habe ich aber echt die Faxen dicke. Keine Munition mehr.